Herzlich willkommen zu einem neuen Coronavirus-Update aus MV für MV heute am 6.10.2020. Wir haben neue Zahlen vom Lagus und die sind Gott sei Dank gegenüber zu gestern. Gestern waren drei Tage quasi nicht ganz so hoch. Wir haben immerhin trotzdem 10 Neuinfektionen zu melden. Und damit steigt die Gesamtzahl für Mecklenburg-Vorpommern auf 1305 seit Beginn der Corona-Krise. Das RKI meldet 1116 Personen sind mittlerweile wieder gesund seit Beginn der Corona-Krise. Das bedeutet gegenüber zu gestern eine sprunghafte Gesundung von 13 Personen. Circa 169 Personen sind dementsprechend noch mit Covid-19 infiziert. Die Zahl der Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden musste, hat sich auch leicht erhöht. Plus 1 gegenüber zu gestern. Und zwar bei den Intensivpatienten. Damit steigt da die Gesamtzahl auf 26 Intensivbehandlungen seit Beginn der Corona-Krise, beziehungsweise 151 gesamt im Krankenhaus behandelte Menschen seit Beginn der Corona-Krise. Wo gab es die heutigen Fälle hier in MV? Fangen wir mal bei den höchsten Zahlen an. Das ist unter anderem Ludwigslust-Parchim. 3 Neuinfektionen, 178 seit Beginn der Corona-Krise. Und im Landkreis Rostock auch 3 neue Infektionen, damit 107 seit Beginn der Corona-Krise. Des Weiteren gab es in Vorpommern-Rügen 2 neue Infektionen, 130 seit Beginn der Corona-Krise. Und in der Hansestadt Rostock auch 2 neue Infektionen gegenüber zu gestern, dementsprechend 206 seit Beginn der Corona-Krise. Soweit die aktuellen Zahlen aus MV. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag. Bleibt gesund, folgt mir auf Instagram unter marklorenz-youtube. Abonniert meinen Kanal, so kann ich für euch immer schön weiterarbeiten, egal in welcher Hinsicht. Also abonnieren, teilen, schön mit Ö, euer Marco Lorenz und bis bald, bis morgen. Tschüss.